Yo, Leute, was geht ab? Euer Dan hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video. Und zwar sind wir heute am Fischteich und haben da was ganz Besonderes vor. Mein Vater ist auch hier. Ihr wisst es ja, er hat ja sein kleines Projekt hier mit diesem alten Bahnwaggon, den er wieder restaurieren will. Und aktuell muss er da einfach so ein paar Nieten ausbohren, weil er den ja komplett zerlegen will, den Bahnwaggon. Der ist ja komplett genietet noch. Vorher ist er mal hierher gefahren mit seinem kleinen Akkubohrer und hat immer ein, zwei Nieten gebohrt. Dann waren die Akkus alle, konnte er wieder nach Hause fahren und ist wieder ein paar Tage später wieder hingefahren, hat wieder ein, zwei Nieten ausgebohrt. Aber wir haben jetzt was richtig, richtig Geiles. Also ich habe was richtig, richtig Geiles für ihn organisiert. Und zwar eine richtig fette, dicke Powerstation von Anker. Und zwar die Anker 555 Powerstation. Ja, da steht das gute Ding. Ich zeige es mal hier. Hier steht's. Ja, die werden wir jetzt mal benutzen. Ich bin mal gespannt, wie viel Power wir da rauskriegen. Wie gesagt, die hat 1000 Watt Ausgangsleistung und einen Haufen andere kleine Extras. Aber die werden wir uns gleich angucken. Als erstes werden wir jetzt einfach ein bisschen bohren. Also besser gesagt, mein Vater wird damit ein bisschen bohren. Und ja, okay, ich dachte gerade, da fliegt was rum. Und danach werden wir uns auf jeden Fall die ganze Powerbank oder diese Powerstation mal richtig genau angucken. Was kann die alles? Was für Anschlüsse haben wir da? Und so weiter. Also, let's go. Meister! So, hier ist der gute Bahnwaggon. Also erstmal wieder ein Stückchen weiter als letztes Mal. Bretter unten sind fast alle raus. Und ja, hier vorne sieht man es ganz gut. Hier war der komplett übergenietet. Und ja, die Nieten muss man halt alle aufbohren, damit man die ja rausbekommt und damit man die Teile dann, ja, oder besser gesagt den Bahnwaggon in Einzelteilen zerlegen kann. Ne, richtig? Ja, Meister, richtig. Genau, dein Projekt. Morgen Männer. Ja. So Meister, ich habe hier eine große, dicke, fette Powerstation mitgebracht. Ja, gut. So. Ich habe das gestern schon mal ausgepackt gehabt, weil ich die aufgeladen habe, weil ich wusste nicht, wie voll die ungefähr ist. So, hier ist das gute Ding, schön mit Tragegriff. Wiegt natürlich auch ein paar Kilo. Wie viel genau, das weiß ich gar nicht genau. So, wo willst du als erstes bohren? Ja, wir wollen nur mal ein paar. Heute habe ich nur zwei, drei, die wir aufbohren müssen. Ja, dann. Also auf hier. Dann let's go. 14 oder was? Hier können wir noch ein bisschen bohren, ein bisschen tiefer. Gut, ja, dann stellst du mal. Ja, stell mal bitte wohin. Ist egal wo? Ja, ne? Mhm. Gut. So, ich bin gespannt. Das ist eine 1000 Watt Bohrmaschine, ne? Ja, AEG 1000 Watt. 1000 Watt. Und wir haben hier eine Ausgangsleistung von 1000 Watt. Das Problem immer bei solchen Sachen ist immer ein bisschen bei Elektrogeräten, dass die hier so Stromspitzen haben, ne? Deswegen mal gucken. So. Hier habe ich gestern auch schon herausgefunden, hier hat einfach so ein Licht dran. Finde ich geil. So, 100% voll der Akku. Jetzt aktivieren wir das hier. Zack. Und jetzt könntest du eigentlich bohren. Hier sieht man direkt den Verbrauch, was die Bohrmaschine verbraucht. Ja, bis jetzt sind wir bei 600 Watt ungefähr. Ja. So Meister, was sagst du? Wir haben ja vorgebohrt, hatte ich auf 8 mm und jetzt habe ich nochmal 10 mm und der letzte Bohr ist 14,5 hier. Ja. Und ich habe 10 Loch ausgebohrt, also 10 Nieten. Ja. Also akkurates Gerät. Zufrieden. Auch leistungsmäßig mit der Bohrmaschine hier, 1000 Watt, ziehst du durch. Ja, also wie gesagt, da steht ja drauf, ne? Ja. Genau. Da sieht man es noch ganz schlecht. Oder da sieht man es noch, ganz gut. 1000 AEG. Watt. Ja. Und ja. Ich habe 10 noch ausgebohrt. Ja, 10 noch ausgebohrt. Der Bohr ist, glaube 14,5 ist der. Ja, siehst du. So. Können wir mal gucken, was Power ist. Power ist 94% noch. Hast also, du noch? Ja. Das ist doch super, das 94%. Ding. Kannst du noch mal da lassen. Ja, und man darf nicht vergessen, das ist ein richtiger guter Stahl hier. Ja. Kaiser Wilhelm Stahl. Ja. Nee, aber ehrlich, das sind ja keine kleinen Nieten wie heutzutage, die man teilweise aus Alu oder was weiß ich, sind diese ganzen billigen Nieten. Das sind ja richtige Stahlnieten hier. Ne? Ja, das ist ein echt geiles Ding. Bin ich zufrieden heute. Du bist zufrieden. Ja, bist du heute glücklich? Ne? Ja. Musst du nicht tausendmal hierher fahren. Nee. Ich hab doch gesagt, jetzt 10 Stück habe ich schon wieder fertig. Ja. So, wir nehmen uns das Ding jetzt noch mit und dann gucken wir uns das nochmal genauer an, was man damit alles machen kann. Jetzt noch mal ein paar nähere Informationen zu der wunderschönen Powerstation von Anker. Und zwar haben wir hier zweimal 240 Volt Buchsen, dass man mehrere Geräte anschließen kann. Hier haben wir dann zwei USB Ladebuchsen, drei USB-C Ladebuchsen, einmal mit 100 Watt und zwei mit 60 Watt.
Hier haben wir nochmal Car-Socket. Ich denke mal, das ist einfach ganz normal ein Anschluss für Zigarettenanzünder so gesehen. Da gibt es ja auch viele Geräte, die einfach so einen Zigarettenanschluss haben. Ja, ansonsten, eigentlich, das Gerät allgemein ist leicht zu bedienen. Da macht man es an, hier aktiviert man die Steckdosen. Und was ich richtig geil finde, ist einfach, dass man hier nochmal Licht hat. Das ist schon geil. Macht erstens optisch richtig viel aus und zweitens, ja, wenn man jetzt irgendwo im Dunkeln sitzt, gemütlich hat, kann man einfach mal Licht anmachen, dass man so ein bisschen was sieht. Am Display hat man alle wichtigen Informationen, habt ihr ja schon gesehen. Jetzt zeigt er einfach hier nur an, hier 94% haben wir noch Leistung. Aber trotzdem, wenn wir Verbraucher dran haben, finde ich das Geile einfach, dass er direkt zeigt, wie viel Verbrauch haben wir denn eigentlich. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, wofür kann man denn sowas sonst noch gebrauchen? Also, ihr wisst ja selber, ich bin totaler Fan von solchen Sachen. Ihr kennt ja alle meinen schönen Bus, wo ich oben die Solarplatte drauf habe. Innen drin habe ich einen Wechselrichter und eine externe Batterie. Und ich bin davon heutzutage so krass überzeugt einfach, weil ich habe ja mehrere Urlaube schon mit dem Bus gemacht und ja, war ja damit auch schon in Norwegen, Frankreich, wo war ich noch? Italien. Und ja, das ist halt einfach das Geile, wenn man Strom hat und einen Kühlschrank hat. Ich habe ja so einen Kompressor-Kühlschrank, den könnte ich jetzt auch locker daran anschließen. Ich könnte jetzt ans Strand gehen, nehme die Powerstation mit oder am Campingplatz und ja, könnte einfach meinen eigenen Strom nutzen. Das Geile ist wiederum auch, die Powerstation kann man einfach mit Solar wieder aufladen. Solche Solarmodule bietet Anker auch an, kann man dazu kaufen. Hat mir hinten einen Solaranschluss. Hier sieht man, zack. Das ist das Geile einfach. Ich könnte jetzt rein theoretisch diese Powerstation im Bus, weil ich sage mal jetzt, wenn ich ja nicht unterwegs bin, produziere ich ja mit meiner Solarplatte Strom, den ich gar nicht brauche, könnte ich dann aber wiederum diese Powerstation aufladen und zu Hause einfach meinen Stromverbrauch wirklich drastisch senken einfach mal. Ich sage mal, wenn ich jetzt eine Waschmaschine anschmeiße oder so, könnte ich glatt einfach die Powerstation hier anschließen. Oder ja, wenn ich am PC bin, könnte ich die anschließen oder ja, was weiß ich, wenn ich mir einen Kaffee kochen will oder sonst irgendwas machen will. Das ist halt einfach das Geile. Ich könnte halt echt oder ja, ich kann dadurch massiv meinen Stromverbrauch senken. Was ich bei Anker auch richtig gut finde, ist einfach, dass man hier 5 Jahre lang Garantie drauf hat. Also zeigt es von guter Qualität. Ich bin von Anker schon jahrelang ein großer Fan. Ich habe hier zum Beispiel ja, 3 Powerbanks, auch von Anker. Die benutze ich auch schon seit, ach, ich weiß gar nicht, die habe ich schon seit 3-4 Jahren, diese Powerbank. Ich habe davon mehrere, weil ich schon seit mehreren Jahren wirklich, also ja, manche lachen mich vielleicht dafür aus, aber ich lade mein Handy schon seit 3 Jahren oder so nicht zu Hause, sondern ich nehme, deswegen habe ich auch 3 Powerbanks, weil ich nehme immer eine mit ins Auto, die immer am Laden ist. Ich lade immer eine Powerbank auf und eine habe ich dann immer dabei und eine habe ich immer noch als Reserve und so lade ich alle USB-Sachen, die ich zu Hause habe, umsonst auf. Das ist einfach Fakt. Und ich sage mal, so ein Handy, okay, ich sitze viel am Handy, 1-2 Akkuladungen haue ich am Tag durch. Ja, das werden wahrscheinlich nur ein paar Cent sein, aber trotzdem ist es schon übel. Wenn ich jetzt sehe, bei uns ist Strom jetzt von 35 Cent, ich glaube, für eine Kilowattstunde auf 50 Cent hochgegangen. Das ist schon einfach eine krasse Preiserhöhung. Ja, ansonsten, klar, ich arbeite auch gern viel draußen. Manchmal bin ich hier im Fischteich, also wenn ich jetzt, habe ich schon öfters gemacht, bin mit dem Bus hierher gefahren, habe mich hier irgendwo chillig hingesetzt und habe mir dann, oder habe hier ein Video geschnitten. Kann ich jetzt mit der Powerbank da auch mal, also mit der Powerstation. Ansonsten habe ich hier noch ein paar Sachen mal mitgebracht, was man damit sonst noch machen kann, gerade für Frauen interessant. Ich habe hier jetzt einfach mal das Glätteisen genutzt. Das können wir jetzt einfach mal anschießen. So, zack. So, ihr seht hier, das Lämpchen von GRD leuchtet. Das Gerät wärmt gerade noch auf. Okay, ich fasse mal an. Okay, es ist heiß. Jetzt muss ich natürlich auch einen Beweis abliefern, ob es auch wirklich heiß ist. Ah, jetzt piept es, dass es einsatzbereit ist. Ich habe hier eine Zeit lang auch mal meine Haare geglättet, wo ich längere Haare hatte. Aber damit ich euch zeige, dass es wirklich heiß ist, werde ich jetzt kurz hier meine Haare glätten. Ihr seht ja, es qualmt. Oh, ich fuck hier fast meine Haare. Aber ihr seht ja selber, es qualmt richtig. Also ihr könnt ohne Probleme ein Glätteisen nutzen. Oder ihr seid jetzt zum Beispiel draußen, Campingtrip. Direkt unten am Wasser, habt euch die Haare gewaschen, so wie zum Beispiel ich in Norwegen, wir haben ja nur draußen geduscht, so gesehen. Und das Geile ist einfach, Powerstation dabei, Föhn, zack. Und euch schön die Haare föhnen. So, volle Bulle, Jammer. Für sowas finde ich das absolut geil. Ich sage gerade für Leute, die halt viel draußen machen, für mich ist sowas halt echt gut, weil ich hier viel am Fischteich mache, wisst ihr ja selber, da kann man Strom immer gebrauchen. Vorteil ist einfach bei der Powerstation, die kann ich überall mit hinnehmen. Bei meinem Bus mit der ganzen Solaranlage, ja klar, ich kann jetzt ein langes Kabel von 100 Meter da unten hinziehen, wenn ich da was machen will. Aber
ist halt aufwendig. Bei der Powerstation, die nehme ich einfach in der Hand und nehme sie damit hin, wo ich sie brauche. Wie heute zum Beispiel am Bahnwaggon, wo mein Vater was gebohrt hat. Das ist das Geile, man ist einfach mega flexibel und mobil damit. Und für Campingurlaube ist sowas auch einfach, ja, ich sage einfach, kann man immer wieder gebrauchen. Im Privaten kann man es viel gebrauchen und ja, wenn man will, kann man damit auch Strom sparen einfach. Klar, man hat erstmal eine Erstausgabe, man muss sich so ein Ding kaufen, dann vielleicht ein, zwei Solarplatten, aber man könnte im Endeffekt einfach so krass den Stromverbrauch zu Hause senken. Oder wenn man jetzt in der Werkstatt irgendwo rumschraubt, wie viele haben eine Werkstatt, wo die keinen richtigen Strom drin haben oder so. Ja, da bietet sich sowas halt einfach an. Nächstes großes Thema ist einfach bei so einer Powerstation auch. Wir befinden uns ja aktuell in einer Energiekrise. Es wird immer wieder geredet davon, ja, Blackout könnte kommen, Blackout könnte nicht kommen. Ja, aber was passiert mal, wenn ein Blackout kommt? Ich glaube, so die meisten Menschen machen sich da nie Gedanken so richtig, was denn eigentlich passieren kann. Also in erster Regel, sage ich mal, die Lebensmittel, die alle im Kühlschrank sind oder so, die könnt ihr nach 2 Tagen wegschmeißen, weil es einfach alles aufgetaut ist. Habt ihr so eine Powerstation, könnt ihr wenigstens erstmal eine Zeit lang überbrücken. Ich sag mal, wenn man so einen Kühlschrank anschließt, vielleicht kann man damit 1-2 Tage überbrücken und kann so zumindest ein paar Lebensmittel ja, erhalten. Oder auch einfach, ja, da gibt's, wenn ein Blackout ist, läuft ja gar nichts mehr. Man kann ein Handy laden, man kann Funkgeräte laden oder was weiß ich für elektrische Sachen. Man braucht Lampen. Man hat ja dann nicht mal mehr Licht, also braucht man ja irgendwelche Lampen, die man laden kann. Und dafür finde ich sowas immer auch geil. Wenn wirklich mal sowas eintreten sollte, hat man wenigstens eine Notfallvorsorge getroffen und hat trotzdem noch Strom. Und deshalb ja, feiere ich meinen Bus auch einfach so, weil ich einfach eine Solarplatte drauf habe. Und falls mal wirklich ein Blackout oder irgendwas kommt, ich weiß, ich habe immer Strom. Und das ist das Gute auch, dass ich einen Kühlschrank und ein Tiefkühlfach, weil ich habe ja einen Kompressorkühlschrank, der geht bis minus 20 Grad. Also ich habe eigentlich dauerhaft einen Kühlschrank und Strom, Licht. Und ja, ich kann mir die Haare föhnen oder sonst irgendwas machen. Dafür ist sowas einfach ultra geil. So Leute, ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht. Aber ja, ihr habt selber, glaube ich, gemerkt, dass ich gerade so ein bisschen in Rage war. Aber einfach, weil ich solche Produkte einfach ultra... Ich feiere sowas einfach abnormal. Ne? Ich finde sowas echt mega geil. Natürlich gibt es von Anker die Powerstation. Ja, man muss halt immer... Was für einen Bedarf hat man? Also was braucht man? Das muss man immer bedenken. Wir liegen hier bei der 555 ungefähr bei 1300 Euro Neupreis. Haben dafür aber auch, ja... eine gute Gegenleistung. Es kommt immer darauf an, wofür brauche ich es wirklich? Brauche ich jetzt nur, um sowas, um mein Handy zu laden, reicht hier so eine Anker Powerbank easy aus. Habt ihr denn damit mehr vor, so wie wir heute zum Beispiel flexen, irgendwelche anderen Sachen machen, Camping, dann ist so eine Sache natürlich viel, viel besser, weil wir da auch schon 240 Volt Anschlüsse haben. Habt ihr noch Größeres vor, gibt es natürlich diese Powerstation auch noch ein paar Versionen größer. Also ich hau unten von Anker den Link einfach mal rein. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr daran Interesse habt. Und wenn ihr daran kein Interesse habt, schaut da natürlich nicht vorbei. Aber wie gesagt, ich finde solche Produkte immer wieder cool. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich werde das bestimmt öfters benutzen. So, wenn euch das Video gefallen hat zu der ganzen Sache, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und schreibt einfach mal eure Meinung zu solchen Powerstation unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr so schreibt. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.